Heute wird's bei mir mal wieder so richtig kartoffelig in der Küche. Ich habe hier 5 geniale Rezepte für meine Leckerschmecker, die jede Geschmacksknospe auf eine einmalige Reise mitnehmen wird. Also nehme ich erstmal ein paar Kartoffeln, die ich schon vorab gekocht habe. Aus jeder Knolle steche ich runde Vertiefungen aus. 3 oben, 3 unten. Für die fleischige Füllung mische ich Hackfleisch mit Petersilie, Salz und Pfeffer und forme kleine Bällchen daraus. Die kommen dann im Wechsel mit Mozzarella-Kugeln in die Kartoffellöcher. Die Überbleibsel vom Ausstechen werde ich jetzt zerquetschen. Dazu kommt ein Eigelb, etwas Stärke, ein Schuss Milch und Muskatnuss. Mit der Masse ummantle ich dann die gefüllten Kartoffeln. Jetzt noch mit einer Gabel ein hübsches Muster drauf und dann bekommen sie erstmal eine Pause im Gefrierfach. Sobald sie fest genug sind, geht es ans Panieren. Dafür wälze ich die goldenen Kugeln in Mehl, verquirltem Ei und Paniermehl. Also ganz Standard. Nach einem ausgiebigen Bad in heißem Öl sind die gefüllten Kartoffeln endlich bereit, genüsslich verspeist zu werden. Für das zweite Rezept benötige ich Rinderhack. Dazu gebe ich Weizenmehl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer, fein geschnittenen Spitzkohl, etwas Pflanzenöl, Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch und schließlich noch ein paar Eier. Alles mische ich einmal kräftig durch und forme dann Boote daraus. Die setze ich nebeneinander in eine Auflaufform und drücke mit den Fingern noch Vertiefungen in die Hackfleischboote. Und dann geht das Ganze erstmal in den Ofen. Sobald das Hackfleisch etwas abgekühlt ist, befülle ich die Vertiefungen mit Frischkäse. Im nächsten Schritt nehme ich einen Topf mit gekochten Kartoffeln. Dazu kommen Käse, Milch, Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss. Das zerstampfe ich dann alles zu einem Brei, aus dem ich ebenfalls wieder Boote forme. Damit decke ich den Frischkäse zu. Anschließend noch etwas Tomatensauce in die Auflaufform, etwas Käse darüber streuen und ein zweites und letztes Mal in den Backofen damit. Das ist einfach nur lecker, wirklich, probiert es aus! Für den nächsten Stopp auf der Kartoffelreise stelle ich eine Gewürzmischung aus Salz, Paprikapulver und Pfeffer her. Darin wälze ich ein saftiges Stück Beef Ribs, bis das Fleisch so richtig damit ummantelt ist. Anschließend kommt es in einen Bräter und wird schön scharf angebraten. Sobald es gut Farbe hat, nehme ich es heraus und lasse in der Form Speck aus. Dazu kommen Zwiebeln und Knoblauch. Später haue ich noch Champignons dran, ein paar Thymianzweige sowie Tomatenmark. Jetzt darf auch das Fleisch wieder zurück, ehe alles mit ordentlich Rotwein und Fleischbrühe abgelöscht wird. Bei geringer Temperatur geht das nun ein paar Stunden in den Ofen. Danach ist es so weich und zart, dass ich es mit einer Gabel mühelos zerrupfen kann. Eine weitere Auflaufform kleide ich mit Pastetenteig aus, schneide den überschüssigen Teig ab und backe ihn, bis er wundervoll braun ist. Mit dem gezupften, saftigen Fleisch fülle ich nun die Form bis oben auf. Als krönenden Abschluss kommen dann noch mit dem Spritzbeutel Kartoffeltürmchen auf den Auflauf und ich gebe das Ganze eine letzte Runde in den Backofen. Bereit zum Genießen? Dann guten Appetit! Als nächstes kommen wieder Kartoffeln direkt zu Beginn zum Einsatz.
Nachdem ich sie zu Brei zerstampft habe, kommen 2 Eigelb, Muskatnuss und Salz dazu. Bevor ich das vermische, stelle ich aber noch einen Brandteig her. Geht ganz einfach. Dafür koche ich nämlich Butter mit etwas Wasser auf. Dann kommt Mehl dazu und alles wird sofort mit einem Holzlöffel verrührt, bis ein Teig entsteht. Den gebe ich mit in den Kartoffeltopf, vermische alles miteinander und fülle die Masse anschließend in eine Spritztüte. Wenn ihr einen Drehteller habt, macht ihr euch das Leben im nächsten Schritt ein bisschen einfacher. Es geht aber auch ohne. Ich setze nun die Spritztüte unten an einem Glas an und trage die Masse ringsherum bis oben hin auf. Dann kommt es zum Festwerden ins Gefrierfach. Anschließend entferne ich das Glas und fahre mit dem Kartoffelbecher einmal komplett durch die Panierstraße. Schließlich backe ich ihn noch in heißem Öl aus, ehe es an die Füllung geht. Dafür kommt Hackfleisch in eine Pfanne mit Paprikapulver und Barbecue-Soße. Alles gut durchbraten und einen Löffel davon in den Becher. Darauf kommt dann noch eine angebratene Zucchinischeibe und geschmolzener Raclette-Käse. Mit dieser Kombination fülle ich nun alles komplett auf. Und ja, es schmeckt auch so geil, wie es aussieht. Kommen wir zum absoluten Highlight. Hierfür brate ich zunächst einmal Zwiebeln und Knoblauch an. Dazu kommen gehackte Tomaten, ein wenig Petersilie, Salz sowie Pfeffer. Im Anschluss halbiere ich eine große Kartoffel und höhle die Hälfte mit einem Löffel aus. Nun backe ich die Kartoffeln in heißem Öl goldbraun und setze sie auf die Soße in die Pfanne. Jetzt kommt noch etwas geriebener Käse in die Kartoffelhälften. Falls ihr euch nicht gerne die Finger schmutzig macht, habe ich hier einen kleinen Trick für euch. Nehmt einen Gefrierbeutel und füllt Hackfleisch hinein. Dazu gebt ihr noch Semmelbrösel, Petersilie, ein Ei, Salz und Pfeffer und knetet alles in einem Beutel gut durch. Wenn ihr dann eine Ecke abschneidet, könnt ihr ganz leicht gleichmäßige Portionen aus der Tüte drücken und in einer Pfanne anbraten, ohne dass ihr danach noch Fleischreste unter euren Fingernägeln findet. Die angebratenen Fleischbällchen gebe ich dann ebenfalls in die Kartoffelhälften. Dann kommen noch ein paar Cocktailtomaten mit dazu, ein paar grüne Bratpaprika dürfen natürlich auch nicht fehlen und zu guter Letzt nochmal etwas geriebenen Käse über alles. Kurz in den Ofen damit und fertig ist ein unwiderstehliches Kartoffelgericht. Lasst mich wissen, wie euch dieses Rezept gefallen hat. Und über einen Daumen nach oben sowie ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Leckerschmecker.